Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben eigentlich relativ früh noch, wir müssen aber einkaufen fahren und deswegen habe ich mich mal auf den Weg gemacht zu Kaufland und ich würde mal sagen, ganz viel Spaß bei diesem Food Life Haul. Total unspektakulär, aber zum Beispiel sehr wichtig für Tomaten-Bolognese oder Spaghetti-Bolognese, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Passierte Tomaten, die kosten gerade in der Werbung 59 Cent, wenn das der Preis ist. Kann ich jetzt irgendwie nicht sehen, doch passierte Tomaten. Und da würde ich dann auch direkt zwei Packungen von mitnehmen. Ich weiß nicht, wie ihr so tickt, aber ich kann gefühlt alles mit Ketchup essen und vor allem mit Gewürzketchup, Curry-Ketchup oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht wieso, aber mit Curry-Ketchup, mit Ketchup schmeckt einfach alles besser. Scheißegal, ob schon Soße mit bei ist. Nein, ich klatsche mir jedes Mal nochmal Doppel-Ketchup drauf. Und genau, den haben wir jetzt nicht mehr zu Hause. Gewürz, Ketchup, Curry, Dilkart von Hela. Kostet 3 Euro. Ich muss gerade kurz den Preis suchen. Da hinten 3,39 Euro. Normalerweise kaufe ich den eigentlich nur im Angebot. Pustekuchen ist jetzt leer. Ich brauche was Neues. Ist nicht in der Werbung. Scheiße gelaufen. Nehmen wir mit. Frisches Obst und Gemüse brauche ich nicht. Da haben wir noch genug von zu Hause. Da hat Pascal was mitgebracht gehabt. Aber alles so, was in der Dose oder im Glas ist, ist bei uns so relativ leer. Da haben wir unseren Vorrat ziemlich gut leer gemacht. Genau, zum einen kommt Rotkohl mit. Normalerweise nehmen wir immer von Car Classic die große Packung hier mit, beziehungsweise das große Glas mit. Hier sind nämlich Füllmenge 680, Abtropfgewicht 650 Gramm drin. Für 69 Cent sehr günstig. Punkt an der ganzen Sache ist, wir kriegen den nie leer gegessen und schmeißen die Hälfte weg. Und aus dem Grunde gebe ich lieber ein kleines bisschen mehr Geld aus, damit ich nichts wegschmeißen muss. Der zum Beispiel schmeckt uns gar nicht. Deswegen nehmen wir einmal den mit. Den hatten wir jetzt schon zweimal gekauft. Ist sehr lecker. Kostet zwar das Doppelte, mehr wie das Doppelte, für weniger, aber was soll's. Das Glas kriegen wir wenigstens weggegessen und so verschwenden wir einfach keine Lebensmittel. So, und dann brauchen wir auch noch Mais, aber nicht von Bonduelle. Bonduelle ist mir ein bisschen zu teuer. So, diesen Dreiergemüse. Mann, hier steht Gemüse, deswegen habe ich das gesagt. Dreier Gemüse, Mais für 2,29 Euro. Und ein Champignonglas hier für 1,09 Euro. Habt ihr einen Lieblings-Sauerkraut? Wir hatten beim letzten Mal so Bio-Sauerkraut gekauft. Leute, der war ohne Scheiß, der war das. Der war das. Der ist auch gerade in der Werbung. 79 Cent oder so kostet der. 76 Cent hier. Den hatten wir. Oh mein Gott, der war so sauer. Den konntest du kaum essen. Den konntest du ohne Scheiß kaum essen. So sauer war der einfach. Ich habe mein Gesicht verzogen bis zum geht nicht mehr. Jetzt muss ich aber einen anderen mal mitnehmen. Ich habe nämlich wieder Bock auf Würstchen oder Bratwurst mit Sauerkraut. Mildes Sauerkraut. 2 Euro. Habt ihr da so Favorites? Ich nehme jetzt mal den mit. Mildes Sauerkraut. Hört sich doch eigentlich ganz gut an, auch wenn die Packung 2 Euro kostet. Da oben ist die Marke. Mal gucken. Meine lieben Schnutis, es gibt eine klitzekleine Werbepause. Wirklich nur eine ganz kleine. Im Hintergrund die Waschmaschine nicht stören dran lassen. Ich befinde mich ja aktuell bei Kaufland in diesem Video wegen einem Food Life Haul. Und wisst ihr, was man noch so Tolles bei Kaufland kaufen kann? Richtig, diesen wunderschönen, coolen Staubsauger von Ultenic. Und zwar ist es der Ultenic U12 Wessler Staubsauger. Ich weiß immer noch nicht, wie man den richtig ausspricht. Aber auf jeden Fall ein Staubsauger von der Marke Ultenic. Ich liebe den über alles. Ich habe den ja von Ultenic zum Testen von einer ganzen Weile zugeschickt bekommen. Und das ist jetzt mittlerweile schon der zweite, den ich von der Marke habe. Und Leute, ich kann euch den von ganzem Herzen einfach nur empfehlen. Den gibt es bis zum 19. September für 149 Euro bei Kaufland. Wenn ihr einen Staubsauger sucht, der gut saugt, der nicht alles auf dem Boden liegen lässt, der wirklich alles schön hier einmal reintut, alles, was ihr aufsaugt, dann ist der wirklich mega. Ihr habt hier super, super viele Funktionen. Zum einen habt ihr einmal hier eine Grünlichtfunktion, die kommt hier raus. Damit könnt ihr jeden einzelnen Staubkorn sehen. Also das ist so ein grünes Licht beim Saugen, was ihr dann sehen könnt. Und Leute, damit könnt ihr jeden Fetzen auf dem Boden sehen. Ich kann euch das so empfehlen. Es ist teilweise so gruselig, was man alles so auf dem Boden liegen hat, was man auf den ersten Blick überhaupt so gar nicht sieht. Hierbei ist auch das Tolle bei dem Staubsauger, dass du den einmal hier so regulieren kannst. Das heißt, du kannst den einmal hier so ganz klein machen. Du kannst ihn hier aber auch ganz groß machen. Das heißt, du kannst den so einstellen. Vielleicht wollen wir eure Kies oder sowas mitsaugen. Dann könnt ihr den so ein bisschen kleiner machen. Ihr habt zwei Aufsätze mit dabei.
Ich muss mal einen kurz hierher holen. Zum einen haben wir einmal so einen Aufsatz und noch einen zweiten, den werde ich euch gleich einblenden. Den zweiten habe ich leider im Auto liegen lassen, weil ich auch mit dem Staubsauger mein Auto sauge. Also spart man doppeltes Geld. Man muss nicht in die Waschanlage fahren fürs Saugen. Ihr könnt diese Aufsätze einmal hier unten dran machen. Das heißt, ihr habt eine Verlängerung und könnt oben irgendwo was wegsaugen. Ihr könnt den aber auch hier oben dran machen. Und wenn ihr den hier oben dran macht, habt ihr sogar hier eine integrierte Taschenlampe mit dabei, damit ihr auch da jeden einzelnen Staubkorn erwischt und alles einfach sehen könnt. Wir haben hier ein Display, was uns anzeigt, auf welcher Stufe wir saugen können, wie viel unser Akku noch an Zeit hat. Das heißt, dass er zum Beispiel zeigt, okay, ihr könnt noch 30 Minuten auf der Stufe saugen oder auf der Stufe 90 zum Beispiel könnt ihr noch 10 Minuten saugen. Der zeigt dir also wirklich an, wie lange du noch saugen kannst, bis der Akku leer ist. Den Akku habt ihr aufentspannt hier, den könnt ihr einfach aufladen. Ihr habt ein passendes Ladegerät mit dabei. Ihr habt auch eine passende Wandhalterung mit dabei. Das heißt, ihr könnt dann die Halterung an die Wand machen. Dann könnt ihr den Staubsauger da auch aufhängen. Das Ganze ist ein kabelloser Staubsauger. Das heißt, hier nichts mit Kabeln irgendwo in die Steckdose rein und dann saugen. Nein, das Ganze ist ein kabelloser Staubsauger. Wirklich richtig cool. Ihr habt hier super viele Funktionen. Und Leute, für 149 Euro kann ich euch nur sagen, selber schuld, wenn ihr dieses Angebot nicht annehmt. Wenn ihr einen Staubsauger gerade benötigt, ihr auf der Suche nach einem kabellosen Staubsauger seid, der wirklich was kann, und in dem Sinne, der wirklich was kann, und ich rede hier wirklich keinen Blödsinn, der wirklich was kann, dann schaut euch gerne die Staubsauger von Ultenic im Allgemeinen an. Ich kann euch den U12 Fessler wirklich so krass empfehlen. Es ist ein krasses Update, was ich von denen bekommen habe. Gerade hier mit dem Display, wo ich halt viele Funktionen habe, wo ich einiges einstellen kann. Gerade mit der Option mit dem grünen Licht, dass man jeden Staubkorn sieht. Dass man die Funktion mit der Taschenlampe hat, sehr gut im Auto, damit man auch jede kleinste Kleinigkeit in jeder Ritze was sieht. Leute, super viele Funktionen. Akku hält ewig. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal diesen Staubsauger aufgeladen habe. Ich kann es euch empfehlen. Ihr findet alles Weitere nochmal unten in der Infobox. Den Link zur Kauflandseite bis zum 19. September für 149 Euro. Ein Mega-Staubsauger. Ich bin vollsten zufrieden. Ich sauge damit sogar meinen Balkon, meine Terrasse. Ich sauge Blüten weg. Ich sauge irgendwelche Steinchen sogar teilweise weg. Nichts. Es landet alles hier drinnen. Ihr könnt auch entspannt all den Krams, der hier drinnen ist, einfach per Knopfdruck dann ausleeren. Das heißt, einmal hier. So mache ich das persönlich. Einmal hier aufmachen, lasse ich mal kurz fallen. Dann drückt ihr hier vorne einmal auf den Knopf und dann geht hier einmal so ein Deckel auf und alles ist dann halt im Mülleimer im besten Falle. Genau, ja. Ich liebe den einfach, alles nochmal unten in der Infobox. 149 Euro bei Kaufland, derzeit bis zum 19. September. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Auf einen Bohnensalat hätte ich jetzt auch wieder Lust. Meine Schwiegermutter macht so leckeren Bohnensalat. Ey, heftig, so heftig. Nee, das ist jetzt aber die teure Marke, die nehme ich nicht mit. Da reicht mir das von Core Classic. Ja, das da, aber ich kann euch echt nicht sagen, was der kostet, weil mal wieder Preise nicht vorhanden sind. Aber ich denke mal unter 1 Euro, vielleicht 1,49 Euro, so maximal. Irgendwie sowas, trotzdem nehme ich da jetzt ein Glas mit. Ich gucke mir auch immer sehr gerne die Bücher an, die hier haben. Zum Beispiel haben wir gerade Anna und Elsa. Für 7,99 Euro. Wir haben jetzt schon eine unglaublich große Büchersammlung. Diese 5-Minuten-Geschichten kann ich euch sehr ans Herz legen. Davon haben wir auch schon dasselbe. Ja, 2 haben wir davon, aber 1 gehört unserer Schwiegermutter. Also meiner Schwiegermutter, Pascal seiner Mutter. Lustig. Ja, das haben wir auch. Finde ich richtig gut. Das haben wir auch zu Hause. Das finde ich auch richtig, richtig gut. Ah, 5-Minuten-Geschichten. Die Eiskönigin. Das ist doch mal cool, dass die jetzt hier mal neue Bücher haben. Sonst hatten die immer nur solche. Also so wisst ihr, mit so dicken Seiten. Da hast du 2 Minuten durch. Das bringt uns nicht die Bohne. So, also das Buch finde ich toll. Das nehme ich mit. Aber ansonsten... Was ist das hier? Nee, das ist ein dickes Buch. Nee, ansonsten haben die hier sonst nichts. Was war das jetzt hier? Yakari. Oh, habe ich damals schon nicht gerne geguckt. Nee. Wir bleiben mal hier. 5 Minuten Geschichten von der Eiskönigin. Oh mein Gott, das habe ich ja Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich laufe hier gerade so einfach gechillt durch. Ich brauche hier nichts. Und sehe einfach das hier. Wer kennt das von euch noch? Ey, richtig cool. 3 Euro kosten die.
heftig. Irgendwie kommt all das Alte wieder. Ich finde das so cool. Von Emmy der Kaffee ist im Angebot für 1,29 €. Und da nehme ich mir auch direkt 2 Stück mit. Einmal für Pascal ein und einmal für mich ein. Was haben wir hier? Kaffee Latte. Der schmeckt ganz gut. Macchiato. Balance. Cappuccino. So, Cappuccino ist gut. Cappuccino nehmen wir 2 mal mit. So, eigentlich wollte ich bei Obst und Gemüse jetzt nichts mitnehmen, weil wir da noch genug im Kühlschrank haben. Aber habe mir jetzt gedacht, ich nehme doch noch mal eine Paprika-Reihe mit. Also 3 Paprika in der Packung für 500 Gramm, 1,99 €. Finde ich vollkommen jetzt in Ordnung. Paprika hält bei uns ewig, aber alles andere haben wir soweit da. Chili-Fäden. Ja, das wäre ja voll was für meinen Vater. Für den kleinen, großen Hunger nehme ich noch mal sowas hier mit. Ich finde sowas so lecker. Ich habe in meiner Kindheit immer so viel davon gegessen. Also wir haben hier einmal Chicken Flavor oder sowas. Das nehmen wir mit. Ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal auch. Was haben wir hier? Beef haben wir hier. Dann Spicy. Nee, Spicy nicht. Und hier haben wir was Grünes. Ja, okay, nee. Dann nehme ich einmal davon 1 mit und hiervon 2 mit. Ist ja nicht für jeden Tag, sondern nur immer mal. Und eine Packung kostet da 2,39 €. Jetzt muss ich mich so halb auf die Suche begeben. Ich brauche Milchreis, aber ich sehe hier keinen. Da oben ist Bio-Milchreis, Jasminreis, Langkornreis. Da oben vielleicht? Da, Milchreis! Milchreis, aber irgendwie da kein Preis dran. 1,19 €. Rundkorn, Spitzenreis. Ey, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da kostet, Leute. Kann ich euch nicht sagen, aber Milchreis nehmen wir jetzt auch mit. Dann kommen nochmal Nudeln mit. Einmal hier die Nudeln. Ich nenne sie ja immer gekonnt Fusselnudeln, weil ich dieses Wort hier nicht aussprechen kann. Und einmal Spaghetti-Nudeln. Und da kostet eine Packung jeweils 79 Cent. Okay, hatte ich eigentlich so gar nicht mehr auf dem Schirm, beziehungsweise hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Jakobs 3-in-1 Kaffee ist in der Werbung 1,79 €. Wenn man schnell einen Kaffee haben möchte, dann ist der richtig, 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 richtig gut. Den haben wir eigentlich immer zu Hause. Jetzt bin ich mir nur nicht mehr sicher, ob wir eine Ersatzpackung da haben. Oh mein Gott, das habe ich sonst nur auf Instagram gesehen. Jetzt haben die den einfach auch. Eiskaffee. Ey, wie geil. Dann kommt der jetzt auch nochmal mit. Und hier einmal Milka 3-in-1 Jakobs. Ja, jeweils 1,79 €. Ich bin gerade irgendwie voll baff, irgendwie, dass es den hier gibt. Ich habe den so oft auf Instagram gesehen, aber nirgendwo in den Läden. Ich muss direkt noch eine Packung mitnehmen, falls er dann nicht mehr da ist. Ich brauche Pfefferminztee und Kamillentee. Es gibt sogar hier unten so XXL-Packungen, so 50 Beutel für 3,29 €, sehe ich gerade auch zum ersten Mal. Okay, krass. Okay. Pfefferminztee, 1,99 € von Teekanne nehme ich mit. Jetzt brauche ich noch Kamillentee, aber wenn es geht, nicht so eine XXL 500er Packung gefühlt. Hier, da, 1,99 € und 1,99 €. Ich brauche jetzt irgendwas zum Snacken, Leute. Ich habe mega Hunger. Jetzt gibt es die auf einmal. Jetzt gibt es die auf einmal. Ich habe die beim letzten Mal gesucht und jetzt haben die auf einmal. Ich habe Bock auf Babybellen. Was ist das hier? Unser würziger. Ne, ich nehme die normalen mit. Voll teuer eigentlich für so ein paar Babybell 2,49 €, aber die schmecken halt einfach auch so gut. Okay, bisschen kaputt hier so. Knödelteig nehmen wir auch mal mit. Ne, nicht Kartoffelpuffer. Klößeteig halb und halb. Klößeteig halb und halb. Ach, Digga, einfach das hier auch für 2,39 €. So. Hier war eigentlich nichts von geplant. Nehme ich jetzt trotzdem was mit. Und zwar für 1,39 € haben die hier. In der Werbung Vielfalt-Ecken liebe ich, bis auf Schnittlauch. Da ist eins Kräuter. Kräuter, das mag ich nicht. Das sortiere ich mal aus. Das nutze ich dann immer irgendwie für Auflauf oder sowas, damit das halt nicht verschwendet wird. Aber so auf dem Brot mag ich das nicht. Und dann Käse. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Allgäu auf jeden Fall nicht. Ich nehme Cheddar mit. Cheddar für 1,79 €. Ich brauche Butter.
Und jetzt sag mir nicht in allen Ernst, dass die nur noch den hier haben. Ich brauche den anderen davon. Das ist der gesalzene. Scheiße, was mache ich jetzt? Ja. Jetzt haben wir den Salat. Super. Boah, keine Ahnung, Leute. Was Butter angeht, bin ich jetzt gerade voll überfordert, weil ich sonst immer den günstigen mitnehme und es den eigentlich immer ausnahmslos gibt, bis auf jetzt. Ich habe jetzt einfach von Weinstefan einen mitgenommen, weil wir haben einfach nichts mehr zu Hause. Ohne Mu, pflanzlich, Bärenmarke. Gibt was Neues hier, falls es irgendjemand interessiert? Ja, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, der kostet 2,59 Euro, mega teuer, der Doppelte, wie ich sonst dafür bezahle. Aber wir brauchen Butter, deswegen nehme ich den mit. Und das ist jetzt nicht der gesalzen. Hä, Junge? Ich habe doch gerade nach nicht gesalzen. Digga. Okay, ich habe den ungesalzenen. Gut, dass ich nochmal aufgenommen habe für euch, das gesehen habe. Ja, der hier. Boah. Ey, was für ein Einkauf. Ich mache das sonst immer selber. Und zwar Pilmeschke. Pilmenje. Liebe ich über alles. Gerade hier so ein bisschen durcheinander. Vor allem Vareniki liebe ich. Boah, mit Kartoffelpilzfüllung. Oder halt so mit Süßem. Mit Erdbeerfüllung. So Erdbeermarmelade kann man sagen. Ich kann das nicht übersetzen. Aber es gibt so Vareniki herzhaft und es gibt Vareniki süß halt. Hier haben wir Kartoffelpilzfüllung. Die liebe ich. Das ist so lecker. Aber ich kaufe die Marke aus Prinzip nicht. Die hatte ich noch nicht. Ich muss mir das mal eben kurz durchlesen und dann sage ich, ob ich die mitnehme oder nicht. Okay, ich nehme die jetzt mal mit. Die kosten 6,49 Euro. Ja, weil wie gesagt, die Marke nehme ich aus einem bestimmten Grund nämlich nicht mehr mit. Da möchte ich aber nicht näher drauf eingehen. Deswegen nehme ich jetzt mal die mit für 7 Euro. Mal gucken, ob die schmecken oder nicht. Ich werde es ja sehen oder ihr werdet es sehen, ob ich das dann auch mal kaufe oder nicht. Ich habe jetzt hier gerade was gesehen. Aua, das tat weh. Frag mich, was das ist. Spinat-Käse-Knödel. Das hört sich irgendwie richtig geil an. 2,99 Euro kosten die. Könnt ihr das sehen? Es ist scheiße kalt. Ich nehme die mal mit, mal gucken, ob die schmecken. Hat irgendjemand von euch mal das probiert? Timbak. Ich spreche das wahrscheinlich so scheiße aus. Aber das gibt es auch im russischen Laden. Und jetzt ist das, glaube ich, hier in der polnischen Ecke. Ohne Scheiß, Leute, probiert mal diesen Saft. Der ist so lecker. Die Marke ist so heftig. Heftig. Richtig, richtig lecker. Die haben hier so eine richtig schöne Ecke. Und die haben hier so Tassen. Sehr gut vielleicht für Weihnachten schon zum Verschenken mit einem Sternzeichen drauf. Widder, Zwilling haben wir hier. Fische, Stier, Wassermann und sowas. Also alles, was man so braucht. Ja, tierisch cool mit so tollen Sprüchen und sowas. Schmusekater, Liebhaber, Topmodel, also wirklich richtig cool. Ich laufe hier jedes Mal dran vorbei. Bester Opa der Welt. Was soll das sein? Haben wir auch eine beste Oma der Welt? Ich habe Hunger auf irgendwas Süßes. Ich, keine Ahnung, habe Hunger, was Süßes zu essen. Hier bei Haribo sind wir nicht verkehrt. Seid ihr eher so süß? In die süße Richtung, so Haribo-mäßig, oder seid ihr mehr so in die Schokoladenrichtung? Ich tatsächlich mehr so in die Schokoladenrichtung. Aber Haribo manchmal, das geht auch. Kirsch und Cola, die sind sehr lecker, aber die kleben so krass an den Zähnen. Vor allem an meinem scheiß Retainer. Hier haben wir so ein bisschen was Saures. Das Saure nehme ich mal Pascal mit. Ich glaube 1,19 Euro kosten die. Ach egal, ich nehme jetzt für mich Kirsch und Cola mit. 1,19 Euro. Ey, sag mal, haben die ihre Preise schon wieder teurer gemacht, Digga? Haben die nicht vorher... Die haben vorher mal 99 Cent gekostet. Dann 1,09 Euro und jetzt 1,19 Euro. Leck mich am A, ehrlich. So, meine lieben Schnutis, ich bin jetzt fertig mit Einkaufen. Leute, ich bin gerade fast gegen diese Kauflandtür gelaufen. Ich laufe da so hin, auf einmal geht die Tür nicht auf. Auf einmal geht die Tür nicht auf. Ich stehe da so und dann so ganz langsam geht die Kauflandtür auf. Ich habe mir gedacht... Ey, wärst du noch 2 Schritte nach vorne gegangen, dann wärst du mit deiner Fresse richtig gegen diese Scheibe gelaufen. Ich hatte so Glück. Ich bin zwar schon klein, aber so klein, dass die Tür mich nicht erfasst. Das ist schon fast eine Beleidigung. Ja, Leute, ich bin fertig mit Einkaufen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich würde mich sehr über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Okay, man merkt schon, Ende im Gelände mit diesem Video.
Bis zum nächsten Video. Tschö mit Ö.